Freunde, hier seid ihr, Idai Turbo, und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge von Roblox Doors. Und heute lüften wir noch eins der großen Secrets. Und dafür muss ich jetzt erstmal zu Jeffs Shop. Also wir sehen uns höchstwahrscheinlich so bei Tür 50 wieder, hätte ich jetzt gesagt. Also, bis gleich. Ach ja, das Feuerzeug aus dem Riss ist hier. Nur, dass das noch kurz gesagt ist, der Riss hat mir jetzt das Feuerzeug gebracht, sehr nice. So, wir haben die 40er Türen erreicht. 43. Das war ein Fake Rush Sound. Und wir haben die perfekte Vorbereitung für Secret, weil für Secret brauchen wir zwei Dietriche. Und den Skelettschlüssel. Den Skelettschlüssel können wir uns im Shop kaufen. So, Tür Nummer 46. 47, 48, 49, zack, so, Tür Nummer 50. Looten wir hier noch kurz durch, da ist nichts. Okay, dann gehen wir rein, begrüßen wir Figure. Grüß dich, Fear! So, und erst wollen wir die Regale hier durchsuchen. Da ist kein Buch. Was macht Fear dort? Steht auch auf dem Stuhl. Da ist ein Buch. So, in dieser Folge brauche ich aber nicht die römischen Zahlen. So, wir müssen zum Glück keinen 10-stelligen Code vervollständigen. Sonst nicken wir kurz an Figure vorbei. Wir haben 4 Bücher, okay. Mal die Seite mitnehmen. Hört er das? Glaube nicht. Was hier benötigen wir gerade nicht? Warum? Er hängt einfach an der Statue fest. Jetzt ist er wieder freigekommen, aber hat jetzt gerade gedacht, jetzt denkt er, er hätte die Runde schon. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo der durchläuft. Okay, er kommt zum Glück nicht hier durch gerade. Wäre sonst ein Problem, warum ist jetzt hoch? Haben wir schon alle Zeichen? Dreieck, Viereck, das Ding-Eck, der Kreis fehlt uns noch und das Ding. Das auf dem spitzstehenden Viereck. Das fehlt uns noch und dann können wir auch schon durch die Tür. So, jetzt kurz hochsneaken. Hier noch schauen, unten sind ja keine Bücher mehr. Okay, das haben wir jetzt nicht gebraucht, das Ding. Kurz hinter dem Sofa verstecken.
Okay, er geht wieder. Der Kreis und das Viereck, genau. So, also wir haben 699973. Ich verstecke mich einmal kurz hinter dem Sofa. 69973. 69973. Sechs, neun, neun, sieben, drei. Yes, wir sind durch. Tür 52. Hey Jeff, danke für den Skelett-Key. Ich nehme noch das Kruzifix mit. Und ich habe kein Geld mehr. Hier, nur noch einen Tipp. Und wir gehen weiter. Tür 53. Jetzt richtig aufpassen. Nummer 54. Nummer 55. So, das ist Nummer 56. Abgeschlossen, war ja logisch. Hier ist der Schlüssel. Für Nummer 57. Und 50. 59. Tür 60. Und hier, liebe Damen und Herren, ist einfach ein Loch in der Wand. Wir müssen jetzt aber zuerst noch einen weiter und einen Schalter hier unten finden. Ja, moin. Direkt hier. Okay, kommt nicht. Sehr gut. Jetzt müssen wir zurück. Und hier rein. Und ich sage euch, das ist kein Mod. Das ist kein anderes Spiel. Das ist Doors. Und das existiert hier wirklich. Und jetzt ist hier das Tor offen. Und wir können hier A00. Und weiter geht's. Skip Intermission. Jetzt bin ich gespannt. Loading. Sled. Willkommen, lieben Damen und Herren, in den Rooms. Die Rooms sind... Das ist noch eine Ersatztaschenlampe, aber ich nehme jetzt die normale. Die Rooms sind das Vorgängerspiel von Doors. Und hier gibt es drei Entities. A90, A60 und A120. Und das sind die einzigen. Klingt am Anfang recht einfach. Das Ziel der Rooms ist, es gibt einen Erfolg, bei Tür 200 rausgeht zu gehen und der schwierigste Erfolg eigentlich im ganzen Spiel, bei Tür 1000 anzukommen. Genau das. Die Rooms haben 1000 Türen und schon nur für überhaupt zu Tür 1000 zu kommen, benötigt man 2 Stunden. Wir versuchen jetzt heute mal einfach mal so weit zu kommen wie möglich, vielleicht zur Tür 200 oder so. Aber mal schauen. Und ihr, euch fällt sicher auch auf, die Rooms, also es wird
je weiter wir kommen, desto dunkler wird es. Also ist es eigentlich Pflicht, eine normale Taschenlampe dabei zu haben. Weil die Schütteltaschenlampe ist zu laut, man hört so die Entities nicht. Darum ist eine normale Taschenlampe empfehlenswert. Und ich habe es jetzt gerade gesehen, man sieht extrem viele... Taschenlampenbatterien. Also man findet hier wirklich gut Batterien für... die Taschenlampe, also empfehlenswert eine zu finden oder eine zu kaufen bei Jeff. Und natürlich Pflicht sind die zwei Dietriche und den Skelett-Key. Was ich noch vorteilhaft finden würde, ist, wenn man das Kraut mitnimmt aus dem Krankenhaus. Aber ich weiß halt nicht, ob das zu weit entfernt ist, das Krankenhaus. Und dazu müsste man zusätzlich noch zufälligerweise einen zweiten Skelett-Key finden. Und das geschieht schon sehr selten. Aber machen wir mal weiter. A29. Die ersten 90 Türen passiert ja nicht. Also die ersten 60 Türen passiert ja nichts. Dann kommt ja A60 als erstes. Dann kommt A90. Und dann A120. Und mal schauen, wie weit wir heute kommen. Aber ich weiß, ich werde höchstwahrscheinlich das nicht versuchen. Ich werde höchstwahrscheinlich nur das hier jetzt zeigen, damit ihr es wisst und dass ihr mit ihr es versuchen könnt. Ich muss mir noch überlegen, aber es macht mir halt keinen Spaß mehr. Darum mache ich höchstwahrscheinlich keinen Stream, wo ich versuche zu A1000 zu kommen, weil das ist viel zu zeitaufwendig und da könnte ich anderes Zeug streamen. Anstatt hier nur das Langweilige durch Türen durchgehen. Und es nervt auch mittlerweile das Quietschen der Türen und das macht dich auch wahnsinnig. Das ist auch immer die Herausforderung an den Rooms. Du wirst mit der Zeit so unvorsichtig und schaust nicht mehr so auf die Entity. Boah, das war ein A60-Ding. Das war ein A60-Fake-Sound. Boah, aber ihr habt jetzt gerade den Sound gehört. Das ist der Sound von A60. Wenn der kommt, der ist genau gleich wie Rush. A90 ist eine Entity, die auf deinem Bildschirm auftaucht und... Da musst du die Finger von der Tastatur nehmen in einem Sekundenbruchteil. Sonst gibt er dir einen kompletten Jumpscare. Also darfst du dich halt einfach nicht mehr bewegen. So gesehen. Und A120 ist eine Entity, auch wie Rush, aber die kommt von vorne. Also bei der musst du zurücklaufen. Um dann dich in einem Spind zu verstecken. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kann A60 kommen. Darum aufpassen. Rede ich jetzt auch nicht mehr so viel. Weil ich mich jetzt konzentrieren muss. Kommt. Okay. Man hört ihn extrem schlecht.
Okay, ich habe gerade gedacht, ich hätte ihn gehört. Ah, 80. Kommt. Das war knapp. Gehen wir weiter. Jetzt kann dann A90 kommen. A90 kann jetzt kommen, jetzt muss ich aufpassen. Nee, kommt nicht. Ah, 100. Ah, er kann in dem Moment, als ich die Taste wieder drücke, shit. Das ist A90. Und auch noch gerade A60. Das Miese ist, sie können sich auch kombinieren, also es kann A90 kommen, während A60 kommt und du kannst nichts dagegen machen. Knapp. Okay, wir kommen gut voran. Für 200 ist das Ziel. A60 kommt. Aber ihr habt es gerade gesehen, A60 kam und sie haben sich gerade kombiniert. Aber zum Glück kam A90 so früh. Aber jetzt kann auch A120 kommen. Okay, bis jetzt kommt nichts. Und der 30.
Ich sehe, sie kommt. So, komm schon weiter. 140, wir sind fast bei 200. Ah, 120. Und dann noch einmal. Sieht nicht so aus. Ah, 120 kann eben von vorne. Okay, kommt nicht wieder. Doch. Uff. Okay, dann mach ich ein bisschen länger, bis er wieder zurückkommt. Ah, 120. Oh, jetzt kommen beide extrem schnell und extrem viel. Kommt sicher noch mal wieder. Oder auch nicht. Ah, 160. A60 kommt. A90 kommt sehr gerne in Kombination mit anderen. Wenn man in Panik gerät. 120. Kurz warten, kommt er wieder. Kommt nicht mehr. Bräuchte eine Batterie. Danke sehr. Da liegt eine Batterie, Gott sei Dank. Es ist schon Nervenkitzel, muss ich sagen. 174. Ah, scheiße. Schade, schade. 160. Oh, hallo. I'm surprised you found this place. Ich bin überrascht, dass du diesen Ort gefunden hast.
It's pretty tedious just to get here last time I checked. Ziemlich schwer hierher zu kommen, das letzte Mal, als ich geschaut habe. Anyways, what do you die to? Egal, von was bist du gestorben? Oh, the red one, I'm not too sure on what it would call it. Oh, der rote, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Well, it usually attacks around room A60, so... Okay, gut, es greift rund um A60 an. You could just call it A60, I don't know. Du kannst es einfach A60 nennen, ich habe keine Ahnung. Anyways, I hope you don't mind trying again, I would be helpful. Egal, ich hoffe, du kommst wieder. Es würde helfen. Ja. Das waren die Rooms. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das hier ist die letzte Folge von Doors. Wir fangen nächste Woche ein neues Horrorprojekt an. Vielleicht streame ich Doors noch einmal, aber Doors macht mir halt nicht mehr so viel Spaß. Lasst euch überraschen, aber ich verspreche nichts. Vielleicht kommt noch ein Stream, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, ich setze mich hier wieder in den Stuhl, wie in der ersten Folge. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Schaut gerne in meinem anderen Projekt vorbei. In Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy, The Last of Us. Schaut unbedingt in Ruin vorbei. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal.